EcoVax will sich mit dem D-Bot T30 Omni wieder an die Spitze der Saugroboter katapultieren. Besonders der ausfahrbare Wischmopp sowie die brachiale Saugleistung von bis zu 11.000 Pascal stechen da hervor. Aber reicht das aus, um die Konkurrenz hinter sich zu lassen? Ich habe den Test für euch gemacht. Hey, Leo hier. Saugroboter sind mittlerweile nicht mehr einfach nur zum Staubsaugen da, sondern können auch den Boden wischen und das neuerdings sogar ohne Abstand zur Wand. Aber wie das funktioniert, erkläre ich euch gleich. Schauen wir uns den Saugroboter, der für 899 Euro UVP an den Start geht, erstmal etwas näher an. Aber pst, bis zum 25. April gibt es noch 100 Euro Rabatt. EcoVax hat im Vergleich zum T20 Omni ein paar Änderungen vorgenommen. So kommt der Sauger nun komplett in Schwarz daher und sorgt daher für einen dezenten Look, der in eurer Bude nur wenig auffallen dürfte. Das Pro-Modell, welches ein paar Software-Features mehr besitzt, gibt es hingegen nur in Silber-Weiß oder Rosa. Vor allem den zweiten Farbton finde ich, sagen wir mal, spannend. Die Verarbeitung ist auf einem guten Niveau. Hier gibt es definitiv nichts zu bemängeln. Nur der Lieferumfang ist für diese Preisklasse etwas dünn. Mit dem Karton ist nur eine Bedienungsanleitung. Etwaiges Zubehör oder Ersatzteile müsst ihr extra bestellen. EcoVax bietet hier jedoch ein ziemlich umfangreiches Angebot im eigenen Onlineshop an. Auf der Oberseite des T30 Omni sitzt erneut ein Leiterturm, der eure Räumlichkeiten kartiert und für eine präzise Navigation sorgt. Mit einer Höhe von 10,4 mm kann es jedoch sein, dass es der Sauger nicht unter all eure Möbel schafft. Darüber hinaus sind zwei seitliche Wandsensoren und das sogenannte True Detect 3D 3.0 System im Frontbumper mit an Bord. EcoVax kombiniert hier einen Kreuzlaser, strukturiertes Licht und eine Kamera, um herumliegende Gegenstände zu erkennen und effektiv umfahren zu können. Und das klappt tatsächlich sehr gut. Selbst ein Smartphone-Ladekabel hat der Sauger erkannt und ganz automatisch einen Bogen darum gemacht. Auch im Stuhldschungel unter unserem Esstisch findet sich der T30 Omni gut zurecht und erkennt dabei sogar größtenteils die dünnen Beinchen. Wenn wir einen Blick auf die Unterseite werfen, zeigt sich die neue Hautbürste, welche schwimmend gelagert ist und Staub durch die V-Form noch besser einsaugen soll. Auch die deutlich gesteigerte Saugleistung mit bis zu 11.000 Pascal dürfte ihr einen Anteil daran haben. Dass EcoVax dann nur noch eine Seitenbürste verbaut, ist verschmerzbar. Im Alltag sorgt der D-Bot T30 Omni für eine sehr zufriedenstellende Reinigung. Nun, unserem Testparcours fällt dann auf, dass der 300 ml Staubbehälter, der sich unter der magnetischen Oberseite befindet, doch etwas zu klein dimensioniert ist. Von 100 Gramm Testschmutz, bestehend aus Reis, Katzenstreu und Konfetti, sammelte der Sauger mit maximaler Saugleistung auf Hartboden nur 76% auf, da der Behälter einfach schon voll war. Um dennoch einen vergleichbaren Eindruck der reinen Saugkraft zu erhalten, haben wir daher nur 50 Gramm auf dem Laminat verstreut und das Ergebnis verdoppelt. Hierbei konnte der T30 knapp 47 Gramm einsammeln, was hochgerechnet zu 96% führt und somit ein sehr guter Wert ist. Auch auf einem Teppichuntergrund konnte der Sauger mit einer hohen Saugleistung punkten, denn hier hat der T30 Omni, auch wieder hochgerechnet, 94% mitgenommen. Fairerweise muss man jedoch sagen, dass es durchaus etwas unrealistisch ist, dass der Sauger ein derartiges Volumen aufnehmen muss. Doch dieses Szenario bringt ihn ganz gut an seine Grenzen und andere Modelle hatten dahin keine Probleme, auch aufgrund größerer Behälter. Bei maximaler Saugkraft ist der Sauger jedoch nicht ganz so leise. Unser Messgerät zeigte bis zu 70 Dezibel an, was schon ordentlich ist. Im Standardmodus ist der T30 hingegen angenehm ruhig und bewegt sich zwischen 53 und 57 Dezibel, je nach Untergrund, denn das Abrollgeräusch der Räder spielt auch eine Rolle. Eine weitere Neuerung befindet sich übrigens hinter der Hauptbürste. Hier hat EcoVax eine Art Kamm integriert, dessen Zähne während der Reinigung durch die Bürste streifen und so Haare festhalten sollen, damit diese in den Staubbehälter gelangen und sich nicht um die Rolle wickeln. Golden Retriever Amber aus meiner Familie hat uns ein paar Testhaare spendiert. Und keine Angst, sie hat die Haare freiwillig beim Bürsten abgegeben. Die hellen Haare sind zwar nicht sehr lang, wurden aber zuverlässig vom Sauger eingesogen, ohne sich dabei zu verheddern. Wie das mit deutlich längeren Haaren aussieht, können wir aktuell leider nicht einschätzen. Wunder dürften die eher stumpfen Zacken da aber nicht bewirken. Damit der Sauger keine Treppe hinunterschlittert, gibt es einige Absturzsensoren. Der Teppichsensor sorgt zudem dafür, dass die Leistung auf jenen Bereichen erhöht wird und das klappte bei uns zuverlässig. Gefällt euch das Video bis jetzt? Dann abonniert doch gerne unseren Kanal, um auch weitere Technikvideos nicht zu verpassen. Lasst auch gerne einen Kommentar da und sagt uns, was ihr vom D-Bot T30 Omni so haltet. Nicht zu übersehen sind natürlich die beiden Wischaufsätze hier im Heck, welche mit 180 Umdrehungen pro Minute arbeiten und sich um 9 mm anheben lassen. Der Clou ist aber, der rechte Mob kann ausfahren und sorgt so für eine deutlich bessere Reinigung in Ecken und Randbereichen.
In sehr scharfen Ecken klappt das zwar nicht immer so zu 100%, doch durch den gefederten Mechanismus hat der Mob immer einen guten Randkontakt. Insgesamt kann der T30 Omni mit einer sehr guten Wischleistung punkten. Das zeigt sich auch bei unserem Härtetest mit über Nacht angetrocknetem Kaffee und Ketchup. Denn diese ausgesprochen harte Herausforderung meistert der Sauger exzellent. Der Kaffee wurde vollständig entfernt, beim Ketchup blieb nur noch ein Rest übrig, der dann bei einem zweiten Durchgang fast vollständig entfernt wurde. Gegenüber dem Vorgänger hat der T30 Omni übrigens einen fest verbauten Wassertank erhalten, welcher über einen Nachfüllstutzen auf der Rückseite befüllt wird. Das ist tatsächlich eine erfreuliche Verbesserung, nachdem der T20 immer wieder zum Nachfeuchten an die Station musste, was Zeit und Wasser gekostet hat. Apropos Station, damit ihr die Wischmops nicht immer von Hand waschen müsst, gibt es die umfangreiche Reinigungsstation. Hier wird der Staubbehälter des Saugers entleert und die Mops mit 70 Grad Celsius heißem Wasser gereinigt, damit Schmutz und insbesondere Ölflecken besser entfernt werden können. Das Pro-Modell des T30 Omni hat dabei noch eine intelligente Schmutzerkennung und reinigt die Mops so lange, bis sie wieder weiß glänzen. Das Absaugen ist mit über 70 Dezibel nicht gerade leise, dauert aber weniger als 10 Sekunden. Der Waschvorgang braucht dann knappe 30 Sekunden und macht sich mit etwa 60 Dezibel schon eher bemerkbar. Anschließend werden die Mops mit heißer Luft getrocknet, damit keine Keime, kein Schimmel oder unangenehme Gerüche entstehen. Das leise Summen macht sich dabei kaum bemerkbar. Wie ihr seht, ist die Station ebenfalls in Schwarz gehalten und verfügt mit einer Höhe von 480 mm über ein vergleichsweise kompaktes Design. Das wirkt massiver, als es eigentlich ist, aber ist trotzdem kleiner als bei anderen Saugern. Doch an das Design muss ich mich tatsächlich etwas gewöhnen. Es wirkt so, als hätte Ecovacs die Station entwickelt und dann gemerkt, oh, wir brauchen ja noch Wasserbehälter, die setzen wir einfach mal oben drauf. Doch einen Vorteil hat das Design. Ihr könnt den 4 Liter Frischwassertank und den 3,5 Liter Schmutzwassertank wirklich leicht von oben entnehmen. Zudem seht ihr direkt hier vorne, wie viel Frischwasser der Sauger schon verbraucht hat. Bei unseren Testläufen hat der Sauger knapp 1,5 Liter verbraucht, als er 87 Quadratmeter verteilt auf 6 Räume gereinigt hat. Einen Tipp habe ich noch für euch. Die Station reinigt sich zwar von selbst, ihr solltet jedoch ab und an mal die Waschschale entnehmen und mit Wasser reinigen. Praktischerweise könnt ihr sogar die komplette Bodenplatte entnehmen. Der vom Sauger gesammelte Staub wird übrigens hier hinter dieser Abdeckung in den 3,4 Liter großen Einwegstaubbeutel gesaugt. Ja, und den könnt ihr dann ganz einfach, wenn er voll ist, entnehmen und wegschmeißen. Die Reinigung lässt sich entweder über die Knöpfe auf der Oberseite des Saugers oder die Ecovacs-App starten, die ein neues Design erhalten hat. Um den Sauger einzurichten, müsst ihr einfach nur den QR-Code unter der abnehmbaren Oberseite scannen. Wenige Schritte später ist der Sauger bereit für die erste Reinigung, will sich vermutlich aber erstmal mit einem Software-Update versorgen. Das solltet ihr auch direkt installieren. Anschließend empfehle ich euch die Erstkartierung, bei welcher der Sauger eure Räumlichkeiten erkundet und eine erste Karte erstellt. Diese könnt ihr dann anpassen und Räume trennen, zusammenfügen sowie umbenennen. Auch No-Go-Zonen, also da, wo der Sauger nicht hinfahren soll, lassen sich hierbei hinzufügen. Die Reinigung könnt ihr dann ganz automatisch starten oder vorher individuell nach euren Wünschen einstellen. Auf Wunsch lässt sich auch eine Raumreihenfolge hinterlegen, das Verhalten auf Teppichen regeln sowie die Waschhäufigkeit und Dauer der Mobtrocknung in der Station festlegen. Auch Mehrfachkarten für 3+1 Etagen lassen sich abspeichern, allerdings wollte der Sauger keine Erstkartierung ohne seine Station starten und konnte nur beim Starten einer Reinigung in einer neuen Umgebung eine Karte erstellen. Das führte bei uns aber noch so zu Problemchen, hier muss Ecovacs wohl noch mal etwas feintunen. Beim T30 Pro Omni gibt es darüber hinaus noch eine Verschmutzungskarte, die anzeigt, wo es besonders dreckig war oder noch ist. Auch der Sprachassistent Yiku ist nur beim Pro-Modell direkt mit Mikrofon im Sauger integriert und lässt sich beim normalen T30 nur über Umwege nutzen. Alternativ ist der Sauger aber auch mit Google Home oder Amazon Alexa kompatibel. Laut Ecovacs soll der T30 Omni bis zu 200 Minuten reinigen können. Nach unseren Testläufen in der Redaktion bei Standardmodi für Saugen und Wischen sowie Waschen nach jedem Raum reinigte er durchschnittlich 87 Quadratmeter verteilt auf 6 Räume in etwa 120 Minuten und verbrauchte dabei 55% seines Akkus. Hochgerechnet entspricht das einer maximalen Laufzeit bei Standardreinigung von bis zu 160 Quadratmetern bzw. 220 Minuten. Natürlich ist die Laufzeit aber auch von euren Räumlichkeiten abhängig und wie oft ihr halt zwischendurch die Mops waschen bzw. den Staubbehälter leeren soll. Auch die Präzision der Hindernisumfahrung sowie Kantenreinigung, welche sich von euch einstellen lässt, kann die Laufzeit beeinflussen. In der Station lädt der T30 Omni dann in 4-5 Stunden wieder voll auf, wenn er einmal komplett leer war. Der Ecovacs D-Bot T30 Omni kann mit einer gelungenen Kombination aus Leistung,
Komfort und smarten Funktionen überzeugen, die eine zuverlässige Reinigung eures Zuhauses ermöglicht. Der Saugroboter bietet nicht nur eine starke Saugleistung auf Hartböden und Teppichen, sondern sorgt auch für eine exzellente Wischleistung und schrubbt dabei selbst hartnäckige Verunreinigungen nahezu perfekt weg. Dabei werden auch Ecken und Randbereiche durch den ausfahrbaren Wischmopp sehr effektiv gereinigt. In der Station werden die Wischmops dann mit 70 Grad heißem Wasser vom Schmutz befreit und abschließend mit Heißluft getrocknet. Dass der Staubbehälter etwas schneller an seine Grenzen gerät und nicht allzu viel aufnehmen kann, ist zwar ein Manko, doch zum Entleeren kann der Sauger einfach an die Station fahren und löst dieses Problem von selbst. Die präzise Navigation mittels LiDAR-Sensorik und Objekterkennung sowie die benutzerfreundliche App zur individuellen Anpassung der Reinigungseinstellungen sind weitere Pluspunkte. Nur die Erstkartierung ohne Station für eine weitere Etage klappte noch nicht so gut, hier braucht es also noch etwas Software-Feintuning. Zudem ist die Lautstärke bei maximaler Saugkraft etwas höher. Verfügbar ist der T30 Omni zu einer UVP von 899 Euro, was ein fairer Preis für das komfortable Gesamtpaket ist. Doch für kurze Zeit gibt es den Sauger mit 100 Euro Rabatt, was ihn nochmal deutlich attraktiver macht. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie viel ihr für so einen Saugroboter ausgeben würdet. Und gebt dem Video gerne ein Like, falls es euch gefallen hat. Wenn ihr jetzt sogar noch ein Abo für unseren Kanal da lasst, sehen wir uns bald wieder. Also macht es gut. Ciao.